Heute gebe ich dir meine drei persönlichen Gin-Empfehlungen mit. Und das Beste an der ganzen Sache ist, diese Gins kosten auch nur um die 20 Euro. Ich weiß, das wirkt im ersten Moment ein bisschen komisch, weil die meisten Gins, die ja heute auf den Markt kommen, kosten ja 35 Euro der halbe Liter. Das Ganze hat aber eben absolut keine Berechtigung. Und wie gesagt, das zeige ich dir jetzt eben anhand meiner drei absoluten Lieblings-Gin. Die, ja, der teuerste ist, glaube ich, bei 22 oder 23 Euro. Und so macht das Ganze halt auch anständig Spaß, weil Gin muss einfach nicht teuer sein. Und Gin ist pauschal gesprochen auch einfach nicht teuer. Wir fangen hier jetzt mal direkt an mit dem Humboldt Gin. Ja, das ist von den Stork Club Whisky Jungs, die eben mit ihrer Destillerie ein bisschen außerhalb von Berlin auch wirklich da alles selber herstellen. Und das Zeug ist einfach eine absolute Granate. Das ist eine Kooperation mit dem Botanischen Garten in Berlin, wo sie da eben, ja, einfach echte Botanicals verarbeiten, ja. Ich bin in einem anderen Video da ein bisschen genauer ins Detail gegangen. Das verlinken wir dir auch hier unter den, warte, hier, ja, oder da. Weil Gin wird meistens eben einfach nur mit Aromen versetzt. Wenn du so willst, ist es einfach nur Flavored Wodka, ja. Du hast Neutralalkohol, Wodka, und da geben sie dann Aromen rein. Und wenn du wirklich ein destilliertes Produkt haben willst, dann musst du eben darauf achten, dass da so Distilled Gin, London Dry Gin etc. drauf steht. Wie gesagt, das habe ich in einem Video alles einmal ausführlicher erklärt. Das kannst du dir gerne anschauen, falls dich das mehr interessiert. Was ich damit sagen will, wir haben bei den Gin und auch bei allen anderen Gins, die ich dir jetzt vorstelle, haben wir ausschließlich echte Rohstoffe, wirkliche Kräuter, Wurzeln, Blüten und sonstiges, die eben destilliert wurden. Und hier haben wir schon diese... Ja, einfach, oh, geil. Also was haben wir an Alkohol? 43%. Eine sehr volle, komplexe, würzige Nase. Nichts, was jetzt zu dominant hervorsticht. Wacholder elegant mit eingebunden, auch wirklich nicht zu präsent. Wunderschön. Der ist so gut, der eignet sich auch wirklich zum Purtrinken. Wobei grundsätzlich ist Gin halt nicht zum Purtrinken gemacht, ja, also sehr, sehr schöner Gin Tonic Gin, ja, einfach super, 22 Euro oder was die Flasche, macht richtig Laune, coole Jungs, die das machen, die es authentisch machen, einfach nur geil, absolute Eins, funktioniert. Machen wir direkt weiter mit unserem zweiten, da haben wir Eversbusch, ja, voll geil, allein wenn du dir mal diese Flasche reinziehst, das Etikett ist so kacke, das sieht schon wieder cool aus, ja? Das wirkt ja wie der übelste Hipster-Gin. Aber wir sehen hier, seit 1780, macht auf jeden Fall richtig Spaß. Peter ist der gute Peter Eversbusch, der das eben in, keine Ahnung, 300 Millionster Generation verarbeitet. Deutsches Erzeugnis, ganz wichtig, ja? Und das ist so witzig, als dieser ganze Gin-Trend aufkam, waren eben so Leute wie Peter, saßen einfach nur da und denken so, hä? Ist das jetzt euer Ernst? Ich meine, wir reden hier über eine Wacholder-Spiritose und das ist jetzt auf einmal Trend. Wir machen das schon seit 300 Jahren, so nach dem Motto. Was genau soll denn jetzt hieran Trend sein? Weil wir, gerade in Deutschland, haben wir eben diese enorm starke Wacholder-Kultur. Und hier eben wir wirklich nur ein reines Wacholder-Destillat. Das heißt, da sind jetzt keine Blümchen oder sonstiges mit drin. Und somit haben wir auch eben einfach nur Wacholder ins Gesicht. Super Nummer. Der arbeitet auch teilweise mit seinen Lieferanten halt einfach schon seit 100 Jahren. Ja? Also regelrecht seit 100 Jahren. Also den Basisalkohol bezieht er von den Produzenten, ich glaube, seit 1918 oder 30 oder so. Peter, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Aber sowas ist einfach, ja, gibt es ja gar nicht sowas. Ja, einfach nur Wacholder, Wacholder, Wacholder. Hm. Ja, Bombe. Also. Ja, so. Das Zeug gehört einfach in jede Hausbar, wenn jemand einigermaßen Gin-affin ist. Und wenn er auch nur zwei Flaschen hat, muss diese Flasche eine davon sein. Allein aus Respekt und aus Ehren der deutschen Wacholder-Kultur ging, dass einfach wir schon sehr, sehr lange sehr, sehr guten Gin eben machen. Und es ist einfach ein Bombenkörper, richtiges Rückgrat, das Ding, und Wacholder einfach nur ins Gesicht. Einfach so hat Gin zu sein und ist halt nicht irgendwie so eine Flavored Spirituose, weißt du? Und jetzt sind wir bei meiner Nummer 3, meiner persönlichen Nummer 1. Ja, aber eigentlich alle drei haben eine absolute Daseinsberechtigung. Der Gin vom Freimeister-Kollektiv. Freimeister-Kollektiv, eieiei, absolutes Traumprojekt. Das Ding macht ja nur Spaß. Verlinken wir dir hier das Interview mit dem Gründer Theo.
absolute Herzensangelegenheit. Ich will da gar nicht zu viel drüber sagen, weil, wie gesagt, schau dir das Interview an. Kurz zusammengefasst, Theo, geiler Kerl, was er gemacht hat. Er hat eben, er arbeitet mit den ganzen besten Destillateuren zusammen, die überhaupt keiner auf dem Schirm hat, und entwickelt dann mit denen Bombenprodukte, und das Ganze wird dann eben vermarktet unter dem Freimeister-Kollektiv. Du hast hier auf dem Etikett auch alles komplett transparent angegeben, ja, wer das destilliert hat, wo das destilliert wurde und so weiter und so fort, was da alles drin ist, keine Geheimnisse. Unnötig zu erwähnen, dass es sich natürlich um einen London Dry Gin Stil handelt, das heißt keinerlei Zusätze und sonstigen Schnickschnack, 48%, und das ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, das absolute Granatenbombenprodukt, wenn es pauschal einfach nur zum Mixen geht. Das heißt, du hast, wenn du einen Gin haben willst und du willst dich auf einen Gin beschränken, nimmst du den. Das ist dein Gin, den nimmst du für Gin and Tonic. Das ist der Gin, den nimmst du als Basiszutat für irgendwelche Gin-Cocktails, wenn du jetzt einen Gin Fizz mixen willst oder was auch immer. 20 Euro, eine 1. Das Ding, boah. Voll gut. Es gibt vielleicht Gin-Sorten, die anders schmecken, und es gibt vielleicht auch Gin-Sorten, wo du persönlich sagst, ah, ich mag es halt ein bisschen floraler und dies, das. Alles cool, aber wie gesagt, mit diesen drei Produkten kannst du auf jeden Fall absolut nichts falsch machen. Nicht wegschütten, bitte. Den will ich noch trinken. Ja, Niklas, pass mal auf, dass ich nicht zu viel Alkohol weghaue hier. So, jetzt hast du mich rausgebracht. Auf jeden Fall. Warte, muss ich auch mal erst einen Lütten. Ja. Alle drei absolute Kaufempfehlungen musst du quasi haben. Und machst du definitiv nichts falsch mit, ganz ehrlich, da falle ich meine Hand ins Feuer. Macht richtig Spaß, das Ganze. Wie sieht es bei dir aus? Was sind deine persönlichen Gin-Empfehlungen? Hau sie unbedingt auch gerne unten in die Kommentare. Gesell dich dafür auch gerne mit bei uns bei der Facebook-Gruppe dazu, der Wagemut Taste Academy, wo wir uns eben mit so ein paar Verrückten immer über solche Themen austauschen. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke, dass du mit dabei warst.